Hallo und willkommen zurück bei RimWorld, bei einsamen Stunden mit Madame. Wobei, das könnte auch wieder erotisch sein. So. Auf jeden Fall, wie sieht's aus? Was ist denn hier los? Das sieht ein bisschen komisch aus, aber da kann ich jetzt leider nichts dran ändern, weil halt wir die Mauer direkt dran geknallt haben. Also diesen Grafikbug hier kann ich nicht verändern, außer ich baue das Schiff wieder weg. So, wir hätten hier theoretisch genug Zeug, aber wir brauchen Stahl, so wie es aussieht. Wir machen Speedy 3. So. Gehen wir mal die Kommentare durch. Wir fangen unten an. Oder eher irgendwie. Yeah, Neuanfang, so sieht's aus. Auch Jugulia ist dabei, auf ein neues, genauso sein. Und dann ja hier, ja, RIP Jugulias, RIP die Norm. Allein, allein, Glück allein. Es gibt auch noch ein anderes Lied hier. Allein. Oh, scheiße. Du musst dich selber heilen, ne? Mädel. Kannst du dich irgendwie selbst verarzten? Sie muss sich selbst verarzten können. Okay, sie ist schon geheilt. Mit Anzug einfach mal so pennen gegangen. Ja gut, sie geht wieder arbeiten. Bleibt ja im Moment nichts anderes übrig. Ja, im Moment, wir müssten Stahl produzieren. Ja, nimm den mal mit, dann kannst du schneller bauen. So, Dinom hat's genau erfasst. Tod durch Verpeilung. Naja, kommen ja mit jedem Schiff neue Leute. Dann wird er wiedergeboren. So sieht's also aus. Eine Wiedergeburt. Können wir natürlich machen. Wir können Dinom und Jugulias wiederbeleben. Paylord. Paylord Commander. Mission Specialist. Ja, den können wir auch mal hier Strom ausmachen eigentlich. Gute Arbeit, Madame. Die regelt alleine, die brauchen Orden, ne? Wie sieht's eigentlich stromtechnisch jetzt aus? Okay, nimmt jetzt ab, aber gut, wir produzieren ja auch nichts. Ist aber eigentlich chillig, ne? Gut, Nahrungsproblem haben wir jetzt dann erstmal ja auch nicht, weil wir noch genug Ready Meals haben. Gut, die werden hier irgendwann kaputt gehen. Aber wir haben auf jeden Fall noch ziemlich viele Ready Meals und eine Person verbraucht nicht so viele Ready Meals wie drei. Das steht ja fest. So, aber ich glaube, die transportieren wir mal eben schnell. Damit die mir nicht kaputt gehen. Ich meine, hier könnten eigentlich auch schon mal einen Roof machen. Und sie ist wieder pennen. Gut. Wenn das ja erledigt ist hier, die Wand, können wir den ja wieder rausnehmen. Setzen den Stuhl wieder hier hin und dann muss die eh erstmal wieder hier schuften. Machen wir dann den Bergbau wieder auf 1. Ist halt jetzt alleine so etwas härter, aber das geht. Ist ein bisschen geordneter, ne? Also ist jetzt nicht so durcheinander. Ja, das ist halt ein bisschen doof, ne, dass das so versetzt ist. Aber ich habe auch da schon eine Lösung für.
Ich mache jetzt mal, wir haben ja keine Ressourcen zur Verfügung. Die Lösung wäre, bei dem... Ja, wir lassen die mal bauen, ja. Ich baue es jetzt einfach mal hier, ja. So, jetzt muss ich nur mal gerade hier die Maße... Die Maße rausnehmen. Da setze ich jetzt einfach mal eine Struktur hier hin und passt das? Es passt. Okay. War aber die falsche Struktur. So. Nun, jetzt würden wir dann hier... Ne, Quatsch, das ist falsch. Der muss hierhin und hierhin. So, der kommt weg. Dann wären die ja theoretisch noch mit drin. Ja, genau. So, jetzt hätten wir dann die Seite abgedeckt und die Seite abgedeckt. Und dann könnten wir das jetzt so lang ziehen, theoretisch, und alles wäre beleuchtet und bewässert. So, und man könnte das jetzt theoretisch ausbauen. Jetzt ändere ich sogar den Plan, den ich hatte, schon wieder um. Das geht mir jetzt gerade ein bisschen auf den Sack, aber man könnte es machen und den dann hier wieder an den nächsten setzen. So wollte ich das aber tatsächlich eigentlich gar nicht machen. Wir bauen vielleicht zwei Arten. Ich wollte nämlich einen, da wollte ich hier einen Weg bauen. Ich mache das jetzt mal. Jetzt pausiere ich ab. Wobei, nee, wir haben Gold. Wir machen es mit Silber. Ich wollte einen Zweierweg bauen. So, wo ist jetzt die Bewässerung? So, jetzt muss ich mal gucken. So, ne? Dass alles durchgehend bewässert ist. Oder wir machen das anders. Wäre natürlich besser, wenn... Ich habe gerade überlegt, ob wir die jetzt so machen sollen, dass unten, wo... Da sind ja die, es geht ja um unten rechts jetzt die Felder, ne? Dass alles bedeckt ist. Dass aber vielleicht ein Feld frei ist. Wo dann das Sonnen... Also hier das Sonnending hinkommt. Boah, keine Ahnung. Ich glaube, wir gucken uns das an mit der optimalsten Lösung, wenn es soweit ist. Oh, was ist mit der los? Cleaning Faces? Ach so, ich habe pausiert. Ich dachte gerade, hä? Was macht die da? Verstümmelt die sich jetzt? Tut mir leid. So, theoretisch, wieso haben wir die jetzt eigentlich hier rausgenommen? Könnten wir eigentlich wieder reinnehmen? Jetzt können wir hier schon mal wieder stoppen, weil wir sind ja eigentlich durch. Wobei wir eigentlich noch so einen kühlen Lagerraum machen müssen, aber dafür brauchen wir auch wieder Stahl, deswegen lassen wir das eh weg. So, damit könnten wir den auch aussetzen. Bleib stehen! Bleibst du? So, du kannst die Spitzhacke nehmen. Hier kommen keine Weapons hin. Gute Arbeit. So. Wo ist sie hin? Ach so. Ach ja, sie besucht die Norm.
Ja, jetzt können wir eigentlich nichts anderes machen, als ihr beim Arbeiten zu gucken, ne? Ach ja, dann könnten wir was belabern. Die Frage ist, was belabern wir denn jetzt? Mal überlegen. Kennt einer von euch The Blacklist? Guck ich gerade bei Netflix. Finde ich eine ziemlich coole Serie. Ich weiß noch, als ich anfangs das auf meine Liste getan habe, war ich nicht gerade überzeugt. Dachte ich so, ja, ist vielleicht so 0815. Jetzt habe ich es gesehen. Oh. Aber tatsächlich war es echt cool. Also kann man nicht anderes sagen. Ich bin jetzt bei der 4. Staffel. Ich sehe schon, das Ende naht, ne? Also ich meine, es gibt nur 4 Staffeln oder wird eine 5. gedreht? Ich habe keine Ahnung. Aber ich bin jetzt schon traurig, wenn es zu Ende ist. Wieso ist der denn... Der Verbraucher produziert aber sehr viel CO2 tatsächlich. Aber wir lassen dir erstmal was herstellen. Wann kommt die Verstärkung? Eine Season. Wenigstens ist das hier keine Echtzeit, sonst wäre das echt krass, wenn das Echtzeit wäre. Ach ja. Ich muss nachher mal gucken, durch diesen ganzen Plan, durch die Vorproduktion, habe ich jetzt überhaupt keinen Plan auf dem Schirm, wann ich wieder aufnehmen muss und wann nicht. Der Vorteil ist, wenn ich immer so 10 Folgen aufnehme, dann ist das wie theoretisch damals mit Rimworld mit der Doppelfolge, weil es war immer, mein Schichtrhythmus ist ja ein 10er, ne? Also 2 früh, 2 spät, 2 Nacht, 4 Tage frei. Ist ein 10er Rhythmus. Und da war ja die Doppelfolge immer erste Nachtschicht. Und so könnte das natürlich dann auch mit dem Aufnehmen sein, dass man das so legt, immer dann, wenn ich frei habe, theoretisch wieder auf so Vorproduktionsaufnahmen. Aber im Moment eh schwierig. Mittlerweile bin ich wieder sehr viel unterwegs. Dann bietet sich so wie jetzt an, mitten in der Nacht hier, 2 Uhr. Nachdem alle Kommentare am besten direkt eingetroffen sind, direkt weiter aufnehmen. Gut, hier heute kam ja wieder... Also, gestern kam ja wieder keine Folge. Rimworld. Ich finde diesen 2-Tages-Takt gar nicht mal so schlecht. Und da ich im Moment so viel vorhab, behalte ich den auch, glaube ich, erstmal bei. Außer wenn ich jetzt so sage, boah, nee, heute auf jeden Fall aufnehmen, dann mache ich das natürlich. So, erstmal was trinken hier. Ist ja jetzt eigentlich wie der Marsianer, ne? Der war ja auch allein. Ich habe den Film nie gesehen. Tatsächlich. Immer mal vorgehabt, nie gesehen. Mal gucken, der ist glaube ich auch auf Netflix, ne? Ich muss so viele Sachen noch gucken. Der hat aber einen kurzen Schlaf, finde ich gut. Ist das hier irgendwie ein Ding, ist das nicht viel Schlaf, sondern ist eine Nachteule. Bin ich auch, merkt man. Ich hätte eigentlich Bock jetzt ein bisschen Dead Cells zu streamen, nachher aufnehmen. Ich muss mal gucken, wann die letzte Folge Dead Cells kam und dann kann ich streamen. So 2 Uhr nachts einfach so mal einen Stream anhauen. Keiner kann, keiner kommt. Who cares? So, ich glaube, das reicht jetzt, ne? Haben wir den wieder angemacht? Tatsächlich. Es wäre praktischer, wenn sie zuerst tragen würde. Deswegen machen wir Howling mal 1. Damit sie das hier mal runterträgt zuerst und hier voll macht. Jetzt trägt sie natürlich die ganzen Blöcke hier weg. Komm, wir brechen die hier mal alle ab.
So, das müssen jetzt alle im Umkreis gewesen sein, ne? Ja, die hier, die kann sie ruhig wegtragen, das ist mir egal. So. Gut, wir haben jetzt hier natürlich keine Hocker drunter. Wir könnten noch schnell zwei Hocker bauen. Nix Stahl. Polymer, Junge. Wobei, das macht die, glaube ich, auch bei einer 2 als erstes. Ja, okay, sie geht als erstes pennen. Auch okay. Kann ich mit leben? Warum auch nicht? Mann, hier muss man auch mal irgendwann wieder Ordnung reinbringen. Ich muss sowieso alles mal irgendwie wieder gut hinkriegen. Theoretisch können wir hier auch schon mal ein bisschen befüllen, solange wir ja genug produzieren an Sauerstoff. Warum auch nicht, ne? Ich meine, der produziert für 3. Meine ich, hätte ich irgendwo gelesen, dass Moxie für 3 Kolonisten produziert. Und da wir nur einen haben, müsste das eigentlich hinkommen. Und dann kann der Rest hier in Flüssig-Sauerstoff umgewandelt werden. Müssten vielleicht dann auch irgendwann mal, wenn wir eine vernünftige Sauerstoffproduktion haben, nehmen wir so einen Flüssigtank und dann tun wir hier Flüssigsauerstoff drin lagern. Dass das hier, man sieht ja, wie viel Sauerstoff das verbraucht und wie wenig Flüssigsauerstoff da rauskommt. Hast du schon mal 5 reingeknallt, nicht schlecht. Jetzt klaut die sich hier noch ein Component. Der braucht auch 2 Components. Boah, theoretisch haben wir genug. Jetzt darf nur nichts kaputt gehen, ne? Sonst haben wir ein Problem. So, den machen wir mal aus. Madame regelt echt, also das finde ich echt nice, wie die das so schafft. Das müsste doch eigentlich voll auf die Stimmung gehen. Na, jetzt mal ehrlich, ne? Jetzt wenn man mal so überlegt, ne? Stell dir vor, du bist in dieser Situation, ne? Alleine auf dem Mars. So, ist eigentlich ja so eine aussichtslose Situation. Also ich persönlich halte ja sowieso nichts davon, irgendwie mal den Mars zu besuchen. Ich meine, versteht mich nicht falsch, ich finde das irgendwie total reizend, ja, mal so irgendwie mit einem Kolonieschiff irgendwo hinzufliegen und alles von vorne neu aufzubauen. Das ist auf jeden Fall eine übelst reizvolle Vorstellung. Habe ich auch oft mal überlegt, einfach mal so als Urlaub, irgendwie mal so einen Monat oder sowas, wohin, wo wirklich nichts ist. So in die Wildnis, wo nichts ist, wo du deine eigene Hütte bauen musst und sowas, ja. Mal komplett raus aus diesem Luxus, in dem wir sozusagen leben. Ne, weil dann lernt man erst alles wertschätzen. Ich meine, wir, keiner von uns oder sowas, ja, der schätzt jetzt noch hier. Bestes Beispiel Essen, ja, oder Trinken. Ich meine, das ist so eine Selbstverständlichkeit. Ich bin auch selbst da nicht besser, ne? Wenn ich mir was zu essen mache, dann setze ich mich vor einen PC, guck YouTube beim Essen, ja, oder guck mir eine Serie bei Netflix an, oben beim Fernseher dann, ne? Also, aber dann einfach mal das Essen wertzuschätzen, ne? Das macht man gar nicht mehr so. Aber wenn man dann mal das nichts hat und selber dafür sorgen muss, dass man abends was zu essen auf dem Tisch hat, ja?
nicht jetzt arbeiten zu gehen und das irgendwie zu besorgen, nein, sondern selber vielleicht mal fischen oder jagen oder was anpflanzen und das dann ernten. Oder mal irgendwie rausgehen und Pilze sammeln oder Beeren sammeln, ne? So wirklich, ohne dass du selber die Möglichkeit hast, auf was zuzugreifen, sondern du musst für dich selber sorgen. Und auch dann lernst du erstmal richtig Essen wertschätzen, ja? Also, das ist hart. Vor allem holst du dir denn nicht einfach irgendwie so ein Steak oder sowas, ja, gehst dann mal so einkaufen, holst dir so ein Steak-Ding oder sowas, ja. Sondern du musst dann das Tier selber schlachten. Ich meine, ich habe da schon mal so ein Video gesehen, wo einer wirklich das sich gefilmt hat, so als Selbstexperiment. Und der hat tatsächlich ein Schwein gefangen. Aber das war ein kleines Babyschweinchen, ja. Wenn ich mich recht erinnere, hat das, glaube ich, nicht übers Herz gebracht, das zu schlachten, oder? Ich weiß es gar nicht. Oder hat er es doch gemacht? Weiß ich nicht mehr. Ist aber auch egal, ne? Dann, weißt du, dann bildest du, weil du ja alleine bist, baust du dann auch soziale Kontakte zu anderen Lebewesen auf, auch zu Tieren. Und wenn du die dann natürlich sozusagen tötest, um sie dann zu essen, ist das fast so, als wenn du einen Freund töten würdest, um zu überleben, ja? Also, vor allem, wenn man dann auch anfängt, mit den Tieren zu reden. So langsam müssen wir echt mal Essen wieder im Gang kriegen. Ich habe es Anfang der Folge noch gesagt, wir haben viel Essen, habe aber unterschätzt, dass die ein Vielfraß ist. Also ich meine, so viel wie die isst, ne? Und dann steckt die sich auch noch was ein. Hey, Eve, Suit, nicht kaputt gehen, ne? Das kann ich mir nicht leisten. Gut, ich habe noch zwei auf Ersatz, aber... Boah, dieser Staubsturm geht mir ein bisschen auf die Nerven. Genau hier so. Na gut, es wird nicht weniger, ne? Aber im Moment könnten wir eigentlich den was runtersetzen. Denn tatsächlich haben wir ja Energie-Maximum im Moment. Das heißt, er kann ruhig ein bisschen länger hier keine Energie bringen. Wir sollten auf jeden Fall langsam auch mal Components wieder ein paar herstellen. Ja, lass uns doch jetzt erstmal auf 1. Weißt du was, wir hauen den mal wieder ein. Damit der hier schneller wieder Sauerstoff produziert. Jetzt verbrauchen wir ja mehr Energie und das geht direkt. Also jetzt geht's ab. Deswegen ist es jetzt wieder gerechtfertigt zu cleanen. Auch wenn es Nacht ist und es unnötig ist. Na gut, Eisen haben wir noch. So, dann kann sie nochmal Eisen hier ein bisschen rübertragen. Oder sie geht pennen. Oh, ist vorbei. Ja gut, dann können wir ja natürlich wieder so machen. Ist aber echt eine coole Mechanik hier mit dem Dingsen, mit dem Verdrecken. Okay, Strom steigt. Sauerstoff steigt jetzt auch wesentlich schneller. Kann ich auch nochmal was trinken hier. Ah, geil. Oh, ich liebe dieses Zeug. Ohne jetzt zu sagen, was es ist. Wobei doch, ich kann eigentlich sagen, was es ist. Das ist so eine Art Eistee, Zitrone mit Kohlensäure. Geil. Um ein bisschen von der Cola wegzukommen. Ja, ich habe tatsächlich einen übersehen. Ja, tragen trotzdem weg. Ist okay.
Ja, na gut, den einen darfst du auch noch tragen. Wo rennst du denn jetzt hin? Willst du mich verarschen? Genau den meinte ich. Sollen wir da auch mal wieder einen Tisch platzieren? Ne? Wir haben nicht mehr so viel Polymer. Was kostet denn so ein Polymertisch? 50 ist gar nicht mal so teuer, dass die so ein bisschen essen kann, ne? Wo stellen wir den denn dann hin? Sollen wir den nach drinnen stellen? Nee, oder? Wir stellen den einfach draußen irgendwo hin. Weil wir lagern das Essen ja auch draußen. Wobei, wenn wir das Essen drinnen lagern würden... Okay, weißt du was? Ich habe eine Idee. Wir stellen das nach drinnen. Boah, 60, okay. Und die Ready Meals, die lagern wir tatsächlich dann hier drin. So, jetzt pausiere ich kurz, bevor die hier alles reinträgt. So, Meals, Ready Meal. So, und jetzt ist auch schon Polymer knapp. Also, jetzt ist... Das heißt, jetzt kann die immer drinnen essen dann. Hätte sie zuerst reingetragen, hätte sie... Das priorisiere ich jetzt. Einen Moment. Aber gut, den einen darf sie noch machen. So, dann trägt sie den ganzen Zeug raus und dann rein, meine ich. So war das nicht gemeint. Toll, jetzt kommt hier noch eine Hitzewelle. Ist das dein Ernst? Genau so war das gemeint. So, und wenn du jetzt dann deinen Anzug ausziehst, ungefähr so wie jetzt, ja. Jetzt geht sie pennen, ja, und dann steht sie auf, dann isst sie als erstes und dann schicken wir sie wieder raus. Das ist der Plan. Das heißt, es gibt nur Frühstück. Verstanden, Madame? Sonst hast du ein Problem, ich sag's dir. Wobei jetzt hier ja eigentlich so gut wie fertig ist, wir sollten vielleicht... Boah, das ist aber ein Riesending, du. Macht alles kaputt. Ja, machen wir erstmal für immer. Okay, sie hat gegessen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, jetzt rauszugehen. Ja gut, sie kann ja mal alles reparieren. Gut, sie produziert jetzt hierfür. Na gut, dazu muss sie noch ein bisschen mehr produzieren. Aber wenn der durch ist, müssen wir auf jeden Fall ganz schnell für Essen sorgen. Gut, wir haben jetzt hier noch die Kartoffeln. Hierfür haben wir keine Components, aber theoretisch könnten wir eine Küche hier reinsetzen. Oder wir setzen es auch raus. Wir können es auch raussetzen, theoretisch. Kann man in einem luftlosen Raum kochen? Ja gut, man kann auch schmelzen. Mit einer offenen Schmelze ist ja auch irgendwie unrealistisch. Also theoretisch müsste das Feuer ja ersticken. Wobei hier wird vielleicht einfach nur Strom irgendwas erhitzt. Und da ist wirklich gar kein offenes Feuer drin, sondern hier glüht dann einfach nur durch Strom. Das muss aber viel Strom sein, du. Egal, keine Ahnung. Who knows, me not. Okay, wir können schon mal nach Sand, nach
Eissand ein bisschen dingen. Oh, hier ist gar nicht so viel. Wo ist jetzt das ganze Stahl hin? Wer hat noch mal so viel Stahl? Hier lagen doch eben schon 50, oder nicht? Jetzt liegen hier... Kann ich gar nicht lesen, das ist zu klein. 30, 20? Kein Plan. War hier eben nicht eine Hitzewelle? Hier, Heatwave. Und trotzdem minus 30 Grad. Was läuft denn da? Irgendwas stimmt da nicht. Ja, es ist ein bisschen doof, dass das versetzt ist. Ich weiß. Besser als nichts. Nix relaxing, socializing. Hier wird hart gearbeitet. So, wir machen jetzt erstmal Eissand weg. Und hier machen wir den. Verbieten den aber. Machen wir hier mal kurz ein Lager hin. Clear. Important. So, wo sind denn jetzt hier bei Raw Resources, ne? So, Eissand. So, jetzt habe ich ja hier Eissand rausgeholt. Gut, dann können wir jetzt hier Sand rausholen. Und dann machen wir erstmal nochmal Howling hier. Genau, alles reinpacken. So gehört sich das. Ich meine, Sand haben wir hier genug. Wieso isst du am tagsüber? Du isst es nur morgens? Madame. Also so geht das nicht. Was machst du da, Madame? Du relaxst und socialisest alleine. Verstehe. Ja, es passiert schon mal, ne? Es ist traurig. Schöner Stack, gefällt mir. Das heißt, wir sind bald soweit. Ach so, sorry. Und sie geht wieder pennen. Wann kommt Verstärkung? 6 Tage. Also wahrscheinlich in 2 Folgen. Ach, wir sind jetzt abgelenkt, ne? Jetzt, ne? In dieser Situation. So, gestrandet auf dem Mars. Gut. Man weiß, dass ein nächster Trupp kommt, dann würde man wahrscheinlich schon versuchen zu überleben. Aber ich meine, wenn man jetzt so alleine auf dem Mars ist, ne, und man weiß nicht, ob man gerettet würde oder so, ne? Man würde trotzdem versuchen, irgendwie zu überleben, aber für immer? Oder würde man irgendwann einfach aufgeben und sagen, es hat keinen Sinn, weil man wird definitiv wahrscheinlich sehr wahnsinnig, also sehr schnell wahnsinnig werden. Davon gehe ich aus. So, wir haben leider kein Aluminium in der Nähe, ne? Wir haben Gold, aber kein Aluminium. Ich habe auch kein Monolith oder sowas gesehen.
Also ich könnte auch den hier erstmal zu Ende bauen eigentlich, ne? Wobei ist eigentlich egal. Wobei das schon ziemlich... Ach so, das liegt jetzt an der Temperatur wahrscheinlich. Ach scheiße, hier muss noch eine Heizung rein. Gut. Wo waren nochmal die Heizungen? Das heißt, wir müssen mehr Stahl herstellen, damit sie dann auch später ein Component herstellen kann. Okay, der ist voll. Jetzt heißt, den hier können wir wieder ausmachen. Ach, scheiße. Wir brauchen halt mehr Stahl. Aber Components kann sie gar nicht herstellen. Sie ist nicht gut genug für Components. Skilled Work 10. Wie viel hat sie? 7. Ich glaube, das hier zählt zu kochen, kann das sein? Es hört sich zumindest nach Kochen an. Ha, keine Ahnung. Hä, wo ist sie hin? Wir suspenden den mal, damit sie hier ein bisschen mehr craftet. Dann kann sie das bauen und... So, das ist hoffentlich Skilled Work. Nein, auch nicht. Hä, warum nicht? Ach so, das ist Crafting. Unten steht es ja sogar: Crafting general items like tools. Aber wir können die jetzt noch nicht die ganze Zeit Tools craften lassen. Das ist ein bisschen bitter, vor allem da wir nicht mehr so viel Nahrung haben. Aber gut, ich würde sagen, darum kümmern wir uns in der nächsten Folge. Das war's erstmal für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao!